Yo, Leute, was geht ab? Chilo und Abdi, Abdi Süd abgebrüht, Frankfurt am Main, Maizeil. Heute hier vor Saturn, um eine ganz besondere CD zu holen. Und zwar von unserem Bruder Hannibal 439, Fleischbruder. Ich würde mal sagen, kommt mit, wir gehen mal rein, ein bisschen locker, gucken, was sie haben, Box zu der CD. Und Chilo ist auch am Start, ich kann zeigen. Ey, was? Active in the house, Frankfurt Innenstadt represent, Maizeil, Chilo und Abdi, euer Lieblingsduo. Auf jeden Fall, ja, wir haben ein bisschen Probleme mit Kameraleuten seit dieser MTV-Geschichte. Und ja, abgeschreckt, wie gesagt. Also auf jeden Fall, lasst uns jetzt alle mal Fleisch holen, Alter. Ich hab dick Hunger, Alter. Ey, wow. Wir müssen in der Kamera auch. Ja, Mann. Frau Serie. Was kannst du so für Serien empfehlen? Wow, Bad Blood auf jeden Fall. Über die Risotto-Familie. Kanadische Mafia-Familie. Das hört sich sehr, sehr, sehr liefer. Ja, Bad Blood kann ich jedem empfehlen. Zweite Staffel ist zurzeit draußen. Bad und Blood. Oh mein Bad Gott. Und Blood, alles auf einmal. Was ist das für ein Nintendo? So neue Game Nintendo Boy auf 4K. Switch. Gameboy auf 4K, der die Eltern, Dings, oh, Bruder. Letzte Hemd rausholt, gell? Hätte mir das einer damals erzählt. Ich hab meinen ersten Gameboy so 1988 bekommen. Wann? 1988. Mashallah, da war ich ein Jahr alt. Original Verpackung. Wenn ihr einen guten Preis bietet, verkaufe ich auch meine Kindheit. Kein Problem. Seit gestern überall erhältlich. Leonidas. Hannibal, Fleisch. Sogar Leonidas braucht Fleisch. Jeder braucht Fleisch. Und sogar die Elfe mit dem Adler von Assassin's Creed. Elfe braucht auch Fleisch. Starlink, Alter. Starlink. So hin und so, Alter. Also wenn man sich für 7,99 Euro linken will, dann hier bei Starlink. Locker gelinkt. Guck mal hier, Crash Bandicoot. Ewa, der Durchdreher. Steck einen in die Booth und dreh durch wie Crash Bandicoot. Ewa. Heavy Metal in the House. Hier die Barones. Oh, die Barones sind auch da. El Barono. Nein, es sind die Backstreet Boys. The very best of. Und der Heavy Metal. Und Heavy Metal hier bei Barones. Ja, man, ich grüße alle Backstreet Boys Fans, cause I want it that way. Oh, Electronic Beats, Detroit Electro. Panina al finito. Oh. Weil, guck mal, die ist richtig finito, wie ihr seht. Wir müssen mal langsam ihre Zähne kaufen, langsam die Arme. Du hast jede Trainerin, die ist tot, die Arme. Kauf mal die Zähne. Das Album kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch dieses Album ist speziell, ja. Nur für 5,99 auf jeden Fall. Krass. Lost and Found. Foxy, ja. Brown. Alles dreht sich um Fleisch. Ja. Was geht, Bruder? Du bist im Internet. Willst du was sagen? I don't speak. Ah, you don't speak. Okay, sorry. Auf jeden Fall holt euch Meat. When you don't speak German, order the box for my brother Hannibal 439. The Meat. It's all around Meat. It's all around meat, 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 meat. Guck mal hier, Breaking Bad Soundtrack. Diese Breaking Bad Soundtrack ist auf jeden Fall richtig gut. 2 Jahren auf jeden Fall ASIC auf HD Platten gemacht. Ja, Mann. David Bowie. Legende, Legende. Legende. Eigentlich müsste vielleicht unter Action, ne? Ja, Action Musik. Hallo, hey. Sorry. Keine Anzeige. Boah, hier alle, schöne Grüße an alle Nature One-Gänger. Komm, ich geh jetzt mal wirklich auf eigene Faust fragen. Okay, ich lauf mal rum so lange. Auf jeden Fall hier Future Trends geht auch richtig ab auf diese Mickey Mouse Ecstasy-Teile, diese rosanen. Wenn man sich dann Future Trends gibt, dann wird einfach aus dem Adidas Jogging-Anzug so ein Astronauten-Anzug mit Schweißis, Maisis und Schandmaul wird dann einfach trocken und man sieht dann so ungefähr aus. Locker easy, David Bowie, voll auf Kachler, wie gesagt. So, Bretter, Abturn. Wir müssen in eine andere Saturn gehen. Was ist passiert? Fleisch, es läuft zu krass, alle. Die Leute hatten Hunger, die haben alles rasiert. Am Montag kommen die neuen CDs. Die CDs liegen jetzt gerade auf dem Grill irgendwo, weil das Fleisch muss auf dem Grill. Es gibt noch eine, Skyline Plaza, und jetzt machen wir ab geht's. Beamen. Wir machen eine Teleportation. Teleportation vom Saturn, Maizeil, bis hier unten, B-Ebene, Eschsheimer Tor. Weil mein Akku hat nicht gereicht. Ich brauche noch ein bisschen für Charisma. Wir hätten auch jetzt 15 Euro Taxi ausgeben können. U-Bahn ist aber schneller. Aber das ist nicht. Es geht nicht um den 15er. Ja, es geht darum,
Wir wollen eine CD holen. Und wir schrecken vor nichts zurück. Wir gehen jetzt in die U-Bahn, fahren schwarz. Bratze, ich habe vorhin bei Straßenbahnhaltestelle so eine Tageskarte Kinder gefunden. Wir können die auch zusammen benutzen, Bruder. In der, wie heißt das, Freestyles? Das war bei Hauptwache, ja. Auf Kosmosjacke und Chantre? Ja, Mann. Guck, Bruder, guck. Da einer ist rausgeschieden. So, herzlich willkommen in Frankfurt am Main. Hier Untergrund. Underground Kings, Chelo und Abdi, U-Bahn, U-Boot, you know Puto. Und ja, auf jeden Fall, kannst du ein bisschen zur Seite gehen, den Kontrolleur gucken, bitte, danke. Danke. Auf jeden Fall, wenn Kontos kommen, ich kann euch einen Tipp geben, bleibt korrekt und lügt. Aber benutzt keine gefälschten Dokumente, weil das bringt euch Schnee. Ballert euch. Wegen dem 40er lohnt sich das nicht. Kommt mit Leuten in den Knast rein, die wegen Pakete da sind, alle ihr wegen Fahrkarte gefälscht haben, dann können wir lassen. Nee, ja, das ich weiß, ja. Das lohnt sich. Die ballern da böse, der bei diese gefälschten. Ja, ja, Dokumentenfälschung, Bruder. Da sitzt sie da mit Rage-Verkäufern auf der David Bowie Musik. Nur wegen einer Fahrkarte, Alter. So auch kleine Tipps, wenn man schwarz fährt, lieber innen sitzen, nicht aussehen, dann kann man besser hier gucken, besser springen. Im Falle des Falles könnte man auch ein Dings vortäuschen. Wie heißt das? So wie wenn man ohnmächtig wird oder so? So ja, so Ohnmacht vortäuschen. Ich habe auch schon mal Ohnmacht vorgetäuscht. Hitzewelle ist ja gerade aktuell. Bei Hitzewelle geht sowieso. Könnte man vielleicht sogar noch jemanden verklagen. Ne? Weil keine Getränke verteilt worden sind in der Straßenbahn oder ja, U-Bahn. Weil man im Tunnel fest stecken geblieben ist. Genau. Weil, Bruder. Ja, mit weinenden Kindern, schwangeren Frauen zum Beispiel. Oder. Oder ihr benutzt einfach dieses Kinderticket, ihr guckt. Dann geht alles klar. Dann ist gerade ein bisschen Hektik, 1-gegen-1. Machen wir? Jetzt mal Standard-Team in Frankfurt. Könnt ihr googeln, gibt es viele U-Bahn-Schlachten. Was gibt's noch plötzlich? Brötchen hier locker. Ja. Und Kinderbrötchenlecke. Lecker. Ansonsten, ja, ich freue mich. Fleisch ist draußen von unserem Bruder. By the way, ich habe gehört, wir haben viele amerikanische Fans, deswegen sage ich jetzt mal by the way, ist auch Feuer von unserem Bratan oder Zesch draußen. Und Carlo ist ein krasser Hit geworden, auf jeden Fall. By the way, Chiro Mani Cartel, Gomorra, EP ist auch draußen. Streamtes Ding ist auch krass geworden. Videos draußen und Capo, Asimemo, Generation Aslak, A2PZ, Lacho Weiss, Hinterhaus. Und. Ja, Fleisch. Meine Gewalt. Warte, ich hab grad einen Anruf. Hier, wir haben sogar Empfang hier. Hauna. Hey, Hauna, was geht? Wir haben auch 437 in der Haus. Es geht weiter. Wir sind immer noch online. Von U8 zu U4. Das heißt, wir sind zwei Stationen erst einmal dort gefahren zum Willy-Brandt-Platz. Zu meiner Zeit hieß er noch Theaterplatz. Hieß früher Willy-Brandt-Platz, Theaterplatz? Ja, echt? Absolut. Was? Hier. Wir sind in U4 schon Messe. Hier geht's nicht weiter. U4 ist schon Bockenheim, ist schon Messe. Englisches System. Ja. Das ist eine C-Ebene. Willy-Brandt-Platz, ehemaliger Theaterplatz. Was meinst du, wenn die den Platz mal nach uns bringen? Ich schwör's, die wird mal langsam Zeit, glaube ich, ja? Der Chilo und Abdi Boulevard. Toh. Für mein Bild sehen in der Tagesschau. Wenn ich abkratze, einen eigenen Platz für Rathenau, Corso Gasse, Straße, Alley oder Avenue, bleib bescheiden. Ein kleiner Fahrt wird's auch schon tun. Boah. Von wo ist das, Bruder? Ja, das kommt demnächst. Das sind die Hidden Files. Von? Man besagt, wenn Fleisch jetzt die Promophase zu Ende ist, wenn alles super läuft, kommt das nächste Projekt. Das war ein Duo aus Frankfurt, zwei Jungs. Das wird dann auf diesem Tape vertreten sein. Hey, boy, Duo Nummer Uno, Frankfurt am Main. Boah, ist Fleisch. Und ja, jetzt steigen wir in die U4 ein. Wir haben ja auch schon mal ein Video gedreht. Zum Beispiel Underground Chiefs wurde hier gedreht. Genau. So kurz Kontos gucken. So,
Auf jeden Fall viel Junggesellinnenabschied da hinten. Ja, ja, samstags Frankfurt, immer so. Steffi traut sich auf jeden Fall. Steht da, Steffi traut sich. Nein. Auf jeden Fall hier Celo, der alte U4-Fahrer. Ja, Bruder, schon Dings. Oft besungen worden, die U4. Ich habe auch einen neuen Text zu sehen. Ja, Mann. Also Leute, genau. Das ist eher die Station sogar. Aber wenn ihr Goldsteiner seid, könnt ihr natürlich auch vom Hauptbahnhof zu Skyline Plaza laufen. Goldsteiner seid, könnt ihr zu Fuß zu Skyline Plaza. Okay, let's go. Legen das am Mikrofon. Erzähl mir nichts von Kilos, Minus, Paketen und Pipapo. Stell mal dumme Fragen. Umgangssprachlich Puta Madre. Fluss mit Ganja, Nougat, Platten und gefekten Monatskarten. Coca Hunter, noch dein Vater um deine beiden Dias. Amo, Allah, Amos, Frankfurt, Chavos und Chai als Feiern. Diese zwei, die sich nicht für Film verbiegen, die du trotz Millionen Deals schwarzwarend in der U-Bahn siehst. 385 Imperator U4, letzter Waggon, Diaspora aus mehreren Staaten, alles in einer Packung. Jawoll, Alter. Die U4 schuldet uns jetzt auf jeden Fall auch Geld, Alter. Ich schwör's dir, aber nicht für Kinder, für Erwachsene. Aber kein Gefäck, diese von HP LaserJet. Und für Erwachsene. So. Skyline Plaza in the house. Hier, welcome to the Skyline Plaza. Chilo und Abdi, die Mallhopper auf jeden Fall. Boah, die Mallshopper. Windowshopper. Die Mallhopper, das ist eine krasse Sendung, wäre das. Gibt's das? Also Leute, wir sind bereit. Fernsehsender RTL, Kabel 1. Ihr könnt uns gerne kontaktieren. Das Format haben wir schon dabei. Das Charisma sowieso. Ja, das ja. Das Karis auch, aber ist nicht schlimm. Chilo und Abdi, die Mallhopper. Und Grasshopper auch. Genau, richtig. Okay, let's go. Let's go, Saturn. Undercover. Hätte ich genug Energie, hätten wir uns auch direkt teleportieren können, aber wie gesagt. Wir hatten auch nicht ganz Akku voll heute für diese Teleportationsfaxen. Ja, mal wegen Handy, Charisma. Genau. Ich schwör's dir, Kung Fu Panda steht immer noch wie eine 1. Hier ist schön kühl, Alter. Boah, boah, hier zieh ich eine. Hier nehme ich mein Album auf. Ich nehme jetzt noch drei Alben auf. Auf jeden Fall, Leute, wir checken mal hier schon mal ein bisschen ab. Vielleicht finden wir schon was. Hier gibt es ein paar gute Dings. Bose Boxen. Ewa. Bose, wie wird es gesprochen? Bose oder Bose? Ich glaube Bose. Auf jeden Fall King of Queens. Richtig, wir sehen Duck and Carry, Arthur, Arthur, Baba. Auch wenn ich gerade harte Sodbrennen habe und chill und steil, jetzt mache ich einfach mal jetzt weiter. Guck mal, hier haben wir den von Sons of Anarchy, Jackson Teller. Der Teller Jackson hier. Der Teller Jackson, das Monstrum hier. So, CD-Neuheiten, wir gucken jetzt einfach mal. Und Chilo, was sagen die? Ja. Eine ist doch da. Deutsche Hip-Hop. Da. Nee, da ist er. Alles dreht sich um Fleisch. Fleisch, Fleisch. Wir haben es geschafft. Danke, Meister. Wir haben es geschafft. Auf jeden Fall, der schuldet mir jetzt Geld, weil ich habe seine Arbeit getan. Boah, das ist doch was für uns. Ja, auf jeden Fall. Back and block out. Boah, was ging da ab, Alter? Aber Bruder, ich weiß, ich habe das an einem Tag. Und dann hätte ich das bevor mal. Das sind wir das Gleiche. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn schon, denn schon, dann glaube ich auch eher Monopoly Dragon Ball Z Edition. Oder nicht mal das, ich mach's noch einen Tag. Natürlich, Bruder. Halbe Mal spielen, Bruder. Bei Monopoly, jeder betrügt eh, habe ich gemerkt. Es macht gar keinen Sinn, mit den Leuten zu spielen. Das ist so ein Gierspiel. Ja. Das ist kein Gierspiel. Und wenn er sagen, wenn Monopoly ist so ein Herzensspiel, alle, dann, ja, das dann stimmt. Ist es auf jeden Fall das verschoben, alle. Ja, Mann. Ja. Boah, der arme Mann. Kennt ihr das, ey? Kennt ihr das, wenn ihr da so gerade testet und die Gittern so an, so diese Armband, guck mal, der Stier. Ich dachte, der gerade Kickdown vor Helium, der hat verlassen. Ja, Leute, Kickdown vor Helium, Aslak Imperium. Fleisch, wir drehen durch. Gute Boxenmeister. Ja, ein bisschen auch die Arbeiter loben, motivieren, das ist sehr wichtig. Ja, jetzt schuldet die Saturn auf jeden Fall Geld. Nicht nur Saturn, sogar so diese ganze AG. Es gibt die Rasierer, es gibt die Epilierer. Alles rasiert, alles epiliert.
die Haarglätte. Die Haarglätte, alles geglättet. Man kann auch Piece drauf machen. Mit Haarglättern, ne? Mit Föhns kann man. Jay trocknen, wenn es im Wasser fällt. Auf jeden Fall. Da sollte man aber aufpassen, dass man nicht in der Badewanne im Wasser ist. Ja. Yeah. Wenn man das macht. Auf jeden Fall, Leute, Chelo und Abdi hier mit der schönen CD. Zeig mal bitte kurz, bitte. Folgendermaßen sieht es aus. Alles dreht sich um Hannibal Fleisch. Diese schöne CD. Gibt es gute Features? Kostet nur 17,99 mit Features sogar. Oh. Und zwar zum Beispiel hier Crime von 385i, das neueste Signing, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Dann haben wir hier einmal Solo 439. 439, Junge, schöne Grüße gehen raus an Solo. Checkt auch den Song von Solo mit Chelo ab. Solo, Solo. Ab. Solo, Solo, Solo. Das ist ein krasses, das ist krass, Alter. Kamala H, ab die AKA. Wir haben noch andere Features hier. Und zwar, was nicht unterschätzt werden darf und auf jeden Fall erwähnenswert ist, ja, haben wir eine US-Rap-Legende auf dem Album vertreten, namens Prodigy von Mobb Deep. Prodigy, rest in peace. Auf jeden Fall, Prodigy war in meinem Studio, der hat da gechillt. Ich war zwar an dem Tag nicht da, aber der hat gesagt, ich spüre, hier kommt manchmal einer vorbei, der ist sehr krass. Der Abdi. Spaß hat er natürlich nicht gesagt. Dann haben wir noch drauf, Illegal mit Oleg Sesh. Boah, ist auch krasser Track geworden. Und das war's eigentlich schon. Also ein sehr, sehr... Ist Chelo und Abdi nicht drauf? Ach so, Chelo und Abdi natürlich. Mit Schleudern. Boah. Schleudern, was wohl gemeint ist. Überleg mal, du Spaß. Und ja... Auf jeden Fall putzt auf jeden Fall immer die Zähne. Ja, Leute, alles dritte vom Fleisch. Wir wünschen unserem Bruder Hannibal alles Gute, eine gute Platzierung mit der Platte. Ich kann euch nur sagen, das ist ein wirklich krasses Album geworden. Hört auf meine Worte, guckt dieses Video in 5 Jahren und dann werdet ihr wissen, dass es immer noch ein Klassiker ist, beziehungsweise dass es dann ein Klassiker geworden ist. Also, wenn ihr guckt, im Jahre 2024. Wenn ihr 37.000 Jahre alt seid und im Jahr 40.000 das guckt. Und es immer noch Klassiker ist. Dann wisst ihr, ich hatte recht, Leute. In diesem Sinne, ab an die Kasse, Fleisch, Hannibal, 439. Bestellt euch die CD, kauft euch die CD oder digital besorgen. Klickt die Videos, unterstützt den Bruder in jeder Hinsicht, wie man nur kann. Jeder, wie er kann, am besten. Und ja, ist auf jeden Fall ein Street Klassiker. Jetzt schon für mich, weil wie gesagt, Lyrics, Sprüche sind da. So, Akku ist gerade schön gegangen. Also, Akku ist gerade schön gegangen. Auch alles weg, Alter. Trotzdem weiterhin schöne Grüße an Warner. Das hat jetzt nichts mit Warner persönlich zu tun gehabt, dass das Ding leer ist. Ja, wir tun was für den Klimawandel. Wir importieren nicht mehr aus Niederland. Da hat der Hanni mal richtig. Oder zahl den Preis und geh irgendwo anders Schmodder holen, dein Schmodder holen. Oh, Baba. Die kommen auf jeden Fall aus dem Leben gegriffen. Die sind aus dem Leben gegriffen, die Lines. Kann jetzt keiner sagen, da hast du eine DVD ausgeliehen und hat dich inspirieren lassen, was du da schreiben sollst. Nee, 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 nee. Wie gesagt, dass ihr nicht sagt, das sind das für Geier, die holen nur eine CD. Das ist die letzte im Skyline Plaza. Im Maizal gab es keine mehr. Alles ergriffen. Ihr seid Baba, ihr habt auf jeden Fall die Läden gestürmt. Ab Montag gibt es wieder neue. Seid fleißig, lasst unseren Bruder Hannibal eine hohe Chartposition beschweren. Stimmt die Läden, holt euch Fleisch. Ich gehe jetzt an die Kasse und tu meinen Teil. Mach das nach. Einmal Hannibal Fleisch bitte. Danke. Danke, tschüss, schönen Feierabend. Danke. Schönes Wochenende. Danke auch. Offiziell, ich bin offizieller Käufer. Habt ihr auch? Ja. Fleisch. Honey 439. Schleudern, was wohl gemeint ist. Überleg mal, du Schmuck. Kein X-Hamster kommt. Wix-Marathon, sondern Tejada Homie. Oximobela, die Story, die ich erzähle, ist for real. Sie handelt von meinem Nachbarn. Er hat Handel mit Paketen als Vorliebe. Uff. Wenn der Schleudergang erstmal eingelegt ist, muss ein Handlanger her. Zu schwer, Bruder. Nein, alleine geht nicht. Goldstein eine Gegend. Vielleicht nicht gleich zu sehen, dass Dorns in Louis Vuittons hier am Scheine ziehen sind. Anyway, es reicht. Holt euch die CD, damit ihr in den vollen Genuss dieses Parts kommt. Hanni, du weißt alle.